Es ist super heiß draußen. Ich bleib lieber drin und mache für dich das zweite Video zum Thema Soll ich Schauspieler werden? Und dieses Kapitel heißt Vielleicht besser nicht. In Teil 1 habe ich gesagt, es ist dein Privileg als Schauspieler, dass du fürs Spielen bezahlt wirst. Ja, wenn du denn Arbeit hast. In diesem Business, und das ist wichtig auch sich vor Augen zu halten, wenn du von der Schauspielerei leben willst, dann ist es ein Geschäft. Also in diesem Business herrscht ein gigantischer Wettbewerb, weil es sehr viele Schauspieler gibt und natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Rollen. Wenn ich Schauspieler sage, meine ich auch die Schauspielerinnen und für die ist das nochmal ein Zacken schärfer, denn es gibt sehr viel mehr Frauen als Männer in dem Beruf Schauspiel, aber es gibt viel weniger Rollen für Frauen als für Männer. Das ist also ein starkes Missverhältnis. Und es ist auch gut, das vorher zu wissen. Ich habe gesagt, es ist dein Privileg, dass du lebenslang lernen darfst, lernen musst, um Schauspieler zu sein. Gleichzeitig wirst du dich auch ein Leben lang bewerben und beweisen müssen. Du kannst ein Engagement an einem Stadttheater haben zum Beispiel, aber oft dauert das heutzutage nur noch für 1, 2 oder 3 Jahre. Dann musst du weiterziehen, dann musst du schauen, musst du dich wieder bewerben, musst du an anderen Theatern zeigen, wie gut du bist und dann natürlich umziehen und die Stadt wechseln. Mobilität ist sehr wichtig, um deine Chancen zu vergrößern. Kannst du dich auch fragen, wie weit bist du bereit, unter Umständen alle paar Jahre die Stadt zu wechseln? Du hast auch die Möglichkeit, freischaffend zu arbeiten, dass du dich in einer Stadt niederlässt, wo hoffentlich viel für Schauspieler passiert. Dann musst du dich permanent bewerben um Vorsprechen, um Castings. Und wenn du da eingeladen werden solltest, dann sind dort wieder viele andere Bewerber, die die Rolle auch wollen. Und dann kommt noch etwas zum Tragen, was besonders gemein ist, wenn es dir passiert. Es kann sein, dass man dir sagt, du hast am allerbesten gespielt, du bist wirklich gut, aber für diese Rolle siehst du ein bisschen zu alt aus oder du wirkst zu jung oder wir haben schon ein Ensemble, da ist ja diese Familie, wo du ein Familienmitglied sein sollst und da passt du jetzt vom Typ her leider nicht so gut rein wie die Kollegin da. Und dann kann es sein, dass dir jemanden engagieren, der schauspielerisch viel mehr rumgurkt als du und trotzdem, du hast den Job nicht, du hast keine Arbeit. Das kann dir passieren, darauf musst du dich einstellen, dass es passiert und es sind einfach sehr viele verschiedene Faktoren, die du nicht in der Hand hast. Das ist wichtig zu wissen. In Interviews mit sehr erfolgreichen Schauspielern wirst du ganz oft hören, dass sie sagen, an einem bestimmten Punkt meiner Karriere hatte ich richtig Glück. Ich nehme ein Beispiel hier. Ulrich Matthes sagt im Magazin der Süddeutschen Zeitung, es geht um Glück, das hast du oder das hast du nicht. Ich war ja gut in dem Tatort, für den ich jetzt auch den Grimme-Preis bekomme, aber dieses Wahnsinns-Drehbuch mir angeboten wurde, das ist auch Glück. Und er spricht dann von Christoph Waltz und der ist ja heutzutage das schillerndste Beispiel für einen Schauspieler, der durch ein besonderes Casting eine Riesenkarriere-Steigerung erfahren hat. Ich zeige hier nochmal ein Interview aus der Frankfurter Rundschau. Da sagt der Interviewer namens Ulrich Lössel, sagt zu Christoph Waltz, Sie haben über 30 Jahre gebraucht, um eine Übernachtsensation zu werden. Und Herr Waltz sagt, was mich gelegentlich immer noch erheitert. Wir haben ja einen Mann, der 30 Jahre lang Schauspiel auf sehr hohem Niveau bietet. Und er braucht doch den Moment, wo er vorgeschlagen wird, wo Tarantino Interesse daran hat, ihn zum Casting zu holen. Und dann stimmt die Chemie so wunderbar,
dass Tarantino mit Valls arbeitet und in der Folge 2 Oscars gewinnt. Und die Geschichte ist sicher noch lange nicht vorbei. Mattis sagt in seinem Interview auch, dass er es ihm zu 90% gönnt, aber zu 10% ist er auch ein bisschen neidisch, weil er ja auch zu diesem Casting hätte eingeladen werden können, aber da hatte er Pech. Und beide Interviews sind lesenswert, deswegen werde ich euch die Links zu den Webseiten der Zeitung unten aufführen, dass ihr dann nochmal nachlesen könnt. Macht das. So, jetzt sagst du vielleicht, ja eben, ich kann ja auch entdeckt werden. Und ich sag, ja stimmt. Und es knacken auch alle paar Wochen Menschen den Lotto-Jackpot. Ja, wie viele davon kennst du persönlich? Also, kann ich aufhören, Geld zu verdienen, weil ich ja Lotto spiele? Das wäre natürlich Schwachsinn. Und du kannst auch nicht damit rechnen, entdeckt zu werden. Das ist ein süßer Traum, aber auf dem kannst du keine Karriere aufbauen. Das geht schon mal gar nicht. Wenn du dann eine Phase hast, in der du kein Glück hast, kannst du irgendeine Arbeit machen, einfach um deine Miete zu verdienen, deinen Lebensunterhalt? Kannst du das ein Jahr lang machen, ohne demotiviert zu werden und die Schauspielerei aus dem Blick zu verlieren und deinen Glauben daran zu verlieren? Wenn es richtig schlecht läuft, wenn deine Phase einfach ja, schlecht ist, kannst du auch 2 Jahre oder 3 Jahre so weitermachen. Kannst du 30 Jahre mit dem Gefühl leben, ich mache sehr gute Arbeit, aber es wird nicht so richtig erkannt? Kannst du es? Wenn du Schauspieler werden möchtest, dann mach dir bewusst, dass du dein Leben lang an dir arbeiten musst. Du hast eine Technik, ein Handwerk, das musst du entwickeln, das musst du in Gang halten. Stell dir vor, das ist so ähnlich wie bei einem Musiker. Jeder weiß, ein Musiker muss täglich üben, um seine Spielfähigkeit in Gang zu halten. Genauso ist es mit dir. Du spielst dich selbst. Das Instrument, das du spielst, bist du selbst. Und das ist eine große Herausforderung und da musst du immer dranbleiben, um dich zu verbessern und um immer spielbereit zu sein, wenn das Glück zu dir kommt und du mal ein Casting bei Tarantino hast. Es gibt einen Unterschied zum Musiker. Eine Gitarre kannst du in die Ecke stellen, dich selbst hast du immer mit dabei. Also, was brauchst du, um im Schauspielberuf bestehen zu können? Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, einen alten Herrn, einen Schauspieler, der schon in den 1930ern in Berlin an der Volksbühne seine Ausbildung gemacht hat. Der hieß Walter Zibel und Herr Zibel hat zu mir gesagt, wenn Sie sagen, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders, dann ist das der richtige Beruf für Sie. Ja, was hat er gemeint? Oder wie verstehe ich es heute? Wenn du eine Alternative hast, wenn du zum Beispiel sagst, Schauspielerei ist cool, aber ich wäre genauso gerne Arzt oder ein guter Lehrer oder Polizist oder Friseur, dann mach das. Tu es dir nicht an, mit der Schauspielerei Geld verdienen zu müssen. Das kann sehr schmerzhaft sein. Es gibt noch eine Idee, die ist eher ungewöhnlich, aber vielleicht hast du einen offenen Geist. Mach beides. Ich hatte einen Kollegen, der sowohl Medizin als auch Schauspiel studiert hat, der es geschafft hat, das zu koordinieren, beide Abschlüsse gemacht hat und in beiden Berufen gearbeitet hat. Das klingt vielleicht nach einer gigantischen Herausforderung, aber hey, du bist jung. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie viel Kraft du hast und bevor du es ausprobiert hast, weißt du auch nicht, was es bedeutet. Fang an. Du kannst immer noch aufhören. Das ist kein Problem. Warum schlage ich das vor? Ich wünsche dir, dass du unabhängig bist davon, Geld zu verdienen. Du kannst zu einem Casting gehen und sagen, hey, ich bin ein gutes Angebot, aber ich brauche das Geld nicht. Ich bin nicht verzweifelt. Das gibt dir eine große Freiheit, das macht dich unabhängig.
Und das zu haben, ist ein wunderbarer Zustand für einen Schauspieler, unabhängig zu sein. So, nochmal zurück zu Herrn Cybell. Was hat er gemeint? Er hat gesagt, du brauchst Leidenschaft, um in diesem Beruf bestehen zu können. Gestern hörte ich im Radio, dass der Schauspieler Hans-Werner Meyer gesagt haben soll, den Schauspielberuf sollte nur ergreifen, wer dazu entschlossen ist, sich durch nichts und niemanden davon abhalten zu lassen. Du brauchst Durchhaltevermögen. Du brauchst, wie ich schon sagte, die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen. Du brauchst ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Du musst bereit sein, kontinuierlich am Ball zu sein, dich selbst zu motivieren, dich selbst zu managen und auch angesichts von großen Widerständen trotzdem weiterzumachen. Und wenn du das alles mitbringst, dann kannst du das Privileg, Schauspieler zu sein, wahrscheinlich genießen. Und wie ich sagte, es gehört Glück dazu. Wenn du dich jetzt dazu entschlossen hast, Berufsschauspieler zu werden, dann wünsche ich dir sehr viel Glück dafür und ganz besonders auch, dass du auf diesem langen, spannenden und herausfordernden Weg sehr oft auch das Gefühl hast, glücklich zu sein. Ja, ich hoffe, ich habe dir einen guten Überblick gegeben über die Herausforderungen, die der Beruf an dich stellt. Wenn du das Video gut findest, dann gib mir bitte ein Gefällt mir. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie unten in die Kommentare und ja, wenn du wieder was von mir hören willst, dann abonniere einfach den Kanal. Ich wünsche dir die beste Entscheidung für deinen beruflichen Weg, wie auch immer er aussehen wird. Alles Gute, danke fürs Reinschauen, tschüss.